Wie bekomme ich denn da den roten hin? Beziehungsweise hier den schwarzen. Okay, ich keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber hey. Ach, das Bild umgedreht. Lol, Idiot. Egal, erstmal den Fisch trockenlegen. Geschafft. Find a way out. My crossbow's awesome! Erster Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Shadow in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Nice. Oh, jetzt ein Schuss. Fette Sache. Ist denn der Fisch jetzt hingeschwommen? Oh!
Klar. Immer den anderen die Schuld geben. Was machst du denn da? Das hab ich mir aufgehoben. An sich ist er einfach, aber halt das Movement von Ethan lässt sehr zu wünschen übrig. Möchte ich mal ausdrücken so. Thank you.
Dorf nicht weg! Bock auf eine Dusche. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Du bist ekelig. So, dann wollen wir hier nochmal alles nochmal einsammeln.
Und ein bisschen gucken. Dass man noch alles hat und nichts übersieht. Ja, aber ich denke, das ist gut so, wie es ist. Da vorne ist der Ausgang. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 ja, und so weiter. Bra. Was ist das für ein Schlüssel, Alter? Wird immer fetter, der Schlüssel. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Okay. Was für ein Wichser. Warte, ist dieser Heisenberg? Heisenberg, Heisenberg. Shadow. Lebt das Ding? De-escalated quickly.
schon wieder bei. Nee, ich höre mir zuerst das da unten weg, deswegen. Doch nicht? Ach, scheißegal eigentlich. Ne? Ich meine, das hört sich ewig an, was hier drin ist, wahrscheinlich. Mutter Migwenda hat mir einen Berg geschenkt. Okay. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Shadow machen. Das ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Shadow gemacht, aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Shadow eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückenmark gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern.
Bruh, Alter, zwei Schuss? Junge. Gib ihm, Alter. Mega nice. Hier nicht irgendwo der blaue Vogel? Scheune mit einer Hütte. Nein, oder müsstest du dann hier irgendwo in die Richtung sein. Zwei Kugeln in den Kopf. Ich werde bekloppt. Oh, der ganze Glibber ist weg.
This way. Er hat auch noch Zeit, die Sachen hinzubauen. Der Ficker. So, dann hüpfen wir jetzt mal makaber. Sehr makaber. Aber nichtsdestotrotz hüpfen wir jetzt erstmal bei dem Geigenspieler rein. Vor allem, dass sie überhaupt die Zeit dafür gefunden hat. Das noch aufzubauen, das ganze Zeug. Das ist so, wo ich mir denke, what the fuck? What the fuck is going on? Siebenundzwanzigster 9. 17. Happy Birthday. Zwei 70917. Neun eins sieben.
Das ist aber in die Kategorie mag ich. Gotcha. Hals und Schuss. So, ansonsten habe ich irgendwie alles. Kann das sein? Jo, dann gehe ich erstmal zum Duco. Und dann nochmal ein bisschen Knete ab. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was aufwerten. Entschuldige. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Ach, so war nett, dass ich mir das darf. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Ah, danke. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Flügel 20.000 für die Bestie. 40.000 für die Alte. Jo. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Was? Ah, schon gut. Das war's. Waren. Was hast du denn für Waren? Nichts von Interesse. Bis nächstes Mal. Stimmt, hinter mir war ja auch noch irgendwo was. Mit einer beschissenen Kurbel. Da, da, da.
Okay, so ergibt wieder alles einen Sinn. Diese Leiter ist es. Oha. Coolio, coolio. Ich wollte gerade meckern, Alter, für einen Dietrich. Bang, bang. Rätsel gelöst. So, zack, zack, zack. Und alles nur, weil du nicht springen kannst, Kartoffelkind, ey. Was kann ich damit machen? Ich habe eine wertvolle Halskette bekommen. Geilomat. Geilomat. Man sieht sich im nächsten Part.